außer schön weihnachtlich. Advent, Advent, das vierte Lichtlein brennt. Gott sei Dank haben wir kein fünftes. So, Thomas. Wir begrüßen alle Straßen und Bürger zu unserem netten Weihnachtsgruß, den wir heute hier verbringen. Nicht nur die Stralsunder, auch alles, was im Umkreis ist und ganz weit weg, sich aber Stralsund doll verbunden fühlt. Ja, wir haben sozusagen gefunden, wir wollen einfach liebe Weihnachtsgrüße an euch alle senden. Ja, eigentlich fehlt hier heute in der Mitte noch unser Micha, ja. Aber der hat es vorgezogen, in Greifswald im Krankenhaus zu liegen. Von hier aus auch viele Grüße an ihm und gute Genesungswünsche. Ja, wir denken, dass er bald wieder gesund ist. Und vielleicht haben wir bei den Neujahrswünschen schon wieder dabei. Schauen wir mal. Aber wir gucken. Wir wünschen ihm einfach gute Besserung von hier. Genau. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir euch allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Und einen fleißigen Weihnachtsmann. Ich glaube, fleißig wart ihr alle und lieb wart ihr alle. Ja, und dann freuen wir uns ganz einfach, dass ihr die Tage genießt mit euren Lieben, die um euch habt. Und dann, glaube ich, kann es wunderschöne Weihnachten werden. Der Schnee fliegt einfach ja ein besinnliches Fest mit einem Rahmen euren und Kreise eurer Lieben, sodass ihr völlig ausgeruht und entspannt in die schöne Zeit rutschen könnt. Ja, ich glaube, sehr viel mehr haben wir heute auch gar nicht zu sagen. Der Weihnachtsmann kommt ja in kurzer Zeit, also bereitet alle gut vor. Ich glaube, er freut sich auch, wenn ihr ihn begrüßt mit einem kleinen Getränk seiner Wahl. In dem Sinne, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Tschüss.